Und herzlich willkommen hier bei Mars90. Vielen Dank fürs Einschalten. Patch 915 steht in den Startlöchern und wird an diesem Mittwoch, den 3. November bei uns in Deutschland zu spielen sein. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir doch mal auf die Patch Notes ein, denn 915 bringt ziemlich viele Sachen mit, ziemlich viele kleine Änderungen, die uns das Leben leichter machen, gerade für die Leute, die Erfolge farmen. Oder ähm, Transmog oder ähnliches. Für die ist dieser Patch sehr, sehr, sehr geil. Außerdem ist auch das, das Hinher-Swappen zwischen den Pakten und sowas um einiges vereinfacht worden. Wir gehen jetzt hier einmal alle Erfolge durch. Ich werde unten Zeitmarks einbauen. Das heißt, wenn ihr nur bestimmte Sachen wissen wollt, werde ich das hier in Kategorien einteilen. Und ihr könnt unten einfach direkt draufklicken und zu derjenigen Sache springen. Fangen wir an. Und zwar erstmal mit den Erfolgen. Ähm, hier dreht sich es jetzt um den Mecha-Erfolg. Wer ihn nicht kennt, in Battle for Atherod haben wir die Zone Mechagon bekommen. Das war einmal eine Endgebietzone mit Quests, mit Daily Quests, etc., die wir dort machen konnten. Dort war auch ein Dungeon drin und da auch, gab es auch ziemlich viele Erfolge, die in 9.1.5 um einiges vereinfacht werden, sodass man sie viel schneller bekommen kann, beziehungsweise sogar auch alleine machen kann. Und zwar: Die folgenden Änderungen für den Erfolg. Mecha-Erfolg wurden vorgenommen. Die Schallplatte Triumph von Gnomerigan. Jetzt eine garantierte Beute beim Event. Rückgewinnungsturm auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Schallplatte Schlacht von Gnomerigan. Die Beutevorlage wurde bei den Hologramm-Bossen erhöht. Und das heißt schon, wie gesagt, man merkt schon, die Sachen sind einfach wesentlich schneller machbar. Man muss jetzt nicht mehr so und so viel Tagezeit in Mechagon... Verbringen und hat dann auch nur eine geringe Dropchance, sondern es geht jetzt eigentlich alles ziemlich schnell und direkt. Der Bauplan: holographische Digitalisierungsrelais, die Beuterate wurde bei den Hologrammbossen erhöht. Dann der Bauplan: Notfall: Raketenhühnchen von Flinkfuß -Fu MG kehrt und schnell zurück und verschwindet auch nicht mehr, wenn er halt nicht angegriffen wird. Das ist sehr cool. Außerdem wurde er jetzt mit einem Vignettenstern auf, ähm, versehen, sodass der auf der Minikarte angezeigt wird, wenn er vorbeiläuft. Sehr, sehr gut. Dann die Farbpiole, Fiole, Limonadenstrahl. Die Häufigkeit der exothermen Verdampferspuren wurde erhöht. Die Dauer von Regen wurde verringert. Aber oxidierte Lauge tritt Regen deutlich öfter auf 700% schneller. Die oxidierte Egelbestie kann jetzt während Regen deutlich häufiger auftreten. Auch das, wie gesagt, sind für die, die es nicht wissen: wir haben dort eine Art ja, Hersteller, ein Bot, ähm, sozusagen sowas wie ein Ingenieur, der auf der Insel ist und den kann man mit Bauplänen füttern. Diese kriegt man halt eben, wie schon gesagt, hier gerade gesehen, durch ähm, das Looten von bestimmten Gegnern und diese lassen dies jetzt nun viel häufiger, sind öfters da, öfters anzutreffen und man hat einfach direkt die Chance, diese. Sachen auch zu bekommen. Und dann kann man sie halt in diesen Board diese Baupläne ähm, implementieren und dann bauen, um eben den Erfolg, Mecha-Erfolg äh, Mecha zu bekommen. Genug gespielt und kampferprobt. Beide Quests werden jetzt nach Spielzeuge der Zerstörung angeboten. Vorher einmal zufällig gewählte. Das heißt auch hier wieder, anstatt mehrere Tage, Tage warten zu müssen und zu hoffen, dass die richtige Daily-Quest dort aktiv ist, kriegt man jetzt beide Quests auch wieder um einiges einfacher. In 8 Farben verfügbar. Dieser Erfolg ist jetzt accountweit und gewährt allen Charakteren auf dem Account sämtliche Farbvarianten der Mechano-Katze X995. Ähm, am Schrottplatz auf Mechagon gab es ähm, man konnte dort sich ein Mount, die äh, Mechano-Katze besorgen. Und dann konnte man dort auch noch mehrere Farben abgeben und eben diese Katze in mehrere Farben füllen. Das ging immer nur auf einem Charakter, ist jetzt auf allen Charakteren zur Verfügung. Und vor allem kann man jetzt auf dem einen Charakter die Farbe haben, auf dem anderen Charakter die Farbe haben und kann damit einfacher den Gesamterfolg bekommen, dass man eben alle Farben hat. Also für Mechagon auf jeden Fall um einiges vereinfacht. Kommen wir zu den verbündeten Völkern. Neue Charakteranpassung für Hochberg, Tauren, Lichtgeschmiedete DDNI, Nachgeborenen und leeren Elfen. Das habe ich schon mal in einem ersten PTR-Video gezeigt, die Bilder, wie es aussieht. Ähm, zum Beispiel die Nachgeborenen haben jetzt eine Art Leuchteffekte auf den, an den Händen, generell mehr Gesichtszüge, etc. Die Lernelfen haben auch sehr viele Charakteranpassungen bekommen. Die Lichtgeschmiedeten drinai sowie die Hochbergtauren haben sehr viele Anpassungsmöglichkeiten in Sachen Hornart, Hornverzierung, Schwanzlängen, etc. Sehr cool. Die Lichtgeschmiedeten drenai Paladine haben jetzt ein eigenes Klassenreit hier, den Lichtgeschmiedeten Runenpirscher. Dafür habe ich auch ein Bild hier für euch. Das ist der. Also wer es kennt wie bei Paladin, die Menschen haben ja ein eigenes Paladin-Mount, die Blutelfen, ETC. So haben jetzt auch die Lichtgeschmiedeten drenai paladine ihr eigenes Paladin-Mount. Ist also nur für die Paladine zur Verfügung. Dann die Dungeon Quests für die Freischaltung von Kultiranern, Mechagnomen und Dunkleisenzwergen sind nicht mehr erforderlich. Wenn ihr die Dungeon Quest angenommen habt, könnt ihr nochmal mit dem NSC sprechen, um diese Quest zu überspringen. Das ist ein sehr großer Punkt, da die Dungeons nicht mehr unbedingt so oft aufgehen, eher nur im Levelbereich. Ist es ähm, eine sehr große Erleichterung, die verbündeten Völker freizuschalten und eine sehr coole Änderung so dass ihr schneller an die verbündeten Völker rankommt. Ein Fehler mit den Mündern bei einigen Gesichtsoptionen für männliche Nachgeborenen wurde behoben. Ja, und zwar haben sie durch die neuen Anpassungen ziemlich böse daher geguckt und das wurde jetzt geändert und sieht wieder relativ normal aus. Man kann auch wieder freundliche Nachgeborene erstellen. Dann Grafik. Wettereffekte wurden in Sturmwind und Orgrimmar hinzugefügt und das ist für mich persönlich einer der geilsten Änderungen überhaupt an Patch 9.1.5 und ich hoffe, dass wir es irgendwann weltweit bekommen werden. Ich denke, das ist jetzt so, so eine Art Testeffekt, für, um, um zu gucken, ob, wie es funktioniert und wie stark es das alles beeinflusst. Wir werden sogar Schnee in den Hauptstädten sehen, wir werden Regen sehen, Nebel... Ähm, da ist ziemlich viel eingefügt worden. Ich fand es ziemlich cool, wie auf einmal mitten in Orgrimmar äh, es zu schneien angefangen hat. Und es sah ziemlich cool aus. Leider sieht man nur den Schnee von oben aus der Luft halt runterfallen. Auf dem Boden hat man noch keinerlei Effekte, sodass der Schnee irgendwie liegen bleibt. Oder vielleicht sich irgendwelche Schneelachen bilden. Sieht auch in der ja, Wüstenregion Orgrimmar ziemlich cool aus, wenn es da einfach schne schneit und die Sonne dahinter scheint. Und alle halt in T-Shirts unterwegs sind, die NSCs, aber ja. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache und bringt die Immersion wieder mächtig in Fahrt in World of Warcraft. Und es sieht wirklich sehr cool aus, muss man sagen. Kommen wir zu den Pakten und wirklich, ähm, ja, mit einer der Hauptquintessenzen des ähm, Patches, die gerade für Twinks, äh, fürs Twinken sehr, sehr wichtig sind und sehr coole Änderungen, äh, Quality of Life Changes einfach sind. Und zwar Spieler, die für ihren Pakt Ruhmstufe 80 erreichen, können ohne Abgangszeit oder sonstige Beschränkungen frei zwischen den vier Pakten wechseln. Zusätzlich können kosmetische Belohnungen eines Packs bei dem Ruhmstufe 80 erreicht wurde, unabhängig davon benutzt werden, ob der Charakter aktuell diesem Pakt angehört. Der Wechsel zwischen den Pakten und die Verwendung von kosmetischen Belohnungen gilt auch für Nebencharaktere. Sobald ein Charakter die Ruhmschwelle erreicht hat, beispielsweise... Ein Spieler mit einem Nacht Nachtfee-Druiden auf Ruhmstufe 80 kann entsprechend kosmische Belohnungen, kosmetische Belohnungen der Nachtfee auf einem Schurken verwenden, wenn der Schurke selbst den Nekrolutz angehört. Eine sehr geile Änderung, gerade für die Leute, die die ganzen Transmark von allen Paktes farmen wollen, etc., ist das eine sehr, sehr coole Sache. Ihr müsst nicht unbedingt bei jedem Pakt einen Platteträger haben, einen Lederträger haben, einen Stoffträger haben, einen. Kettenträger haben, sondern könnt jetzt viel einfacher an die ganzen Sachen rankommen und alles sammeln. Die Medienenergie wurde entfernt. Medien können jetzt ohne Einschränkung frei getauscht werden. Auch eine sehr äh, von den Spielern sehr häufig geforderte Sache. Wir können jetzt einfach hin und her switchen, immer wieder. Ohne dass wir warten müssen, dass die Medienenergie sich wieder auffüllt. Das Erreichen von Ruhmstufe 80 setzt nicht mehr den Abschluss der Packkampagne von Shadowlands voraus. Sehr cool. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, lohnt sich oder ist es jetzt einfacher, damit zwingst natürlich dann auf die rumstufe 80 zu kommen, wenn man nicht unbedingt noch die ganze Kampagne spielen möchte. Wenn ihr euer drittes Seelenband für einen beliebigen Charakter freigeschaltet habt, können neben Charakter im selben Pakt eine Quest starten, die euch sofort ihr zweites und drittes Seelenband freischaltet. Sehr gut. Denn bislang musste man zum Beispiel bei den Necrolords eine Sidequest machen, um Emini freizuschalten. Oder man musste aber bei den meisten Pakten oder bei allen pakten die komplette Kampagne der, ähm, des jeweiligen Packs durchgespielt haben, um dann den dritten Seelenband freizuschalten. Das war immer wirklich, ähm, gerade wenn man Twinks irgendwie hochgezockt hat und man wollte unbedingt mit dem dritten Pakt spielen, Begleiter spielen, ist es eine sehr, 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 sehr coole Änderung und ihr könnt das direkt machen. Also wirklich sehr gut. Ähm, es gibt neue Paktspielzeuge zu entdecken, gab es schon einige auf meinen PTR-Videos zu sehen zu. Bei den Nachtfee. Es gibt neue Seengestalten zu sammeln. Gab es auch schon. Ähm, also ich, habe ich da auch noch ein, zwei Bilder. Nein, da gab es noch keine Bilder zu. Ähm, dann neue Kleintiergestalten. Weil sie so winzig sind, können sie nur im Ruhebereich verwendet werden. Ihr habt die Möglichkeit, eure Gestalten zufälliger eurer gesammelten Seelen- und Kleintiergestalten zu ändern. Beim sankten Abenteuer. Die Schlundmissionen, die auf, eure, auf der Abenteuerhöchststufe freigeschaltet wurden, erscheinen häufiger und haben weniger Anforderungen. Also auch da einfach um einiges einfacher mitzumachen. Dann jetzt noch eine sehr geile Änderung: und zwar die Verstärkung für den Animaleiter. Verstärkungen bleiben jetzt nach der täglichen Zurücksetzung bestehen und funktionieren als Stärkungsinfekt in allen nicht installierten Zonen in Shadowlands. Spieler, die den Anima-Leiter ihres Paktes gebaut und aufgewertet haben, erhalten jetzt dankbare Gaben von allen Paktberufungen auf der Basis der höchsten Stufe ihres Anima-Leiters. Anima kann jetzt täglich an allen freigeschalteten Orten geleitet werden, vorher einer am Tag. Gerade die letzten zwei Änderungen sehr, sehr, sehr geil, denn die dankbaren Gaben braucht man für sehr viele Transmog-Sachen. Also auch das wird jetzt um einiges leichter zu sammeln zu sein. Habe ich auch noch mal ein einzelnes Video dazu hier auf meinem ähm, Kanal. Wie das mit den dankbaren Gaben abläuft, was und wo ihr was dafür kaufen könnt und wie schnell ihr jetzt an die Sachen kommen könnt. Und vor allem, dass man jetzt den ganzen Animaleiter schneller verteilen kann. Sehr cool. Erlöste Seelen. Alle Spieler sehen jetzt die wöchentliche Quest Rückkehr der verlorenen Seelen in der Version mit 20 erlösten Seelen, unabhängig von ihrer Ruhmstufe. Es wurde eine wiederhobere Quest hinzugefügt, bei der 20 zusätzlich erlöste Seelen zu holen sind, dass das Spiel Spielern helfen, ihr Paktdatum schneller voranzubringen. Das Retten von Seelen in Torgast, der Turm der Verdammten, zählt jetzt für Rückkehr der Seelen. Gerade die letzte Änderung, eine sehr, 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 sehr gute Änderung. Gerade wenn man jetzt einen Twink hochlevelt und man möchte schnell irgendwie die Pakt-Sachen, weil man bekommt ja jetzt wirklich relativ viel Anima. Das heißt, es ist schon in den ersten Wochen mit einem Twink, der auf 60 ist, möglich. Alle Sachen auf Stufe 1, 2 oder 3 auszubauen, um so wieder vermehrt Anima zu bekommen. Man hatte einfach nur nicht die Chance, genug Seelen zu sammeln, um eben alles aufzubauen. Sprich, jetzt kann man in der ersten ID, wenn man auf Stufe 60 ist, direkt 40 Seelen holen, kann das Ganze easy im Turm von Torgast ähm, mit abschließen. Und es ist ein, wirklich um einiges einfacher. Damit. Direkt auf diese Erfolge zu kommen, dass man mehr Anima bekommt. Das bringt dann wieder viel mehr Anima und man kann viel schneller die Transmog-Sachen aus den jeweiligen Parkzankten kaufen. Kyriana, Fahrt des Aufstiegs. Es kostet nichts mehr den Fahrt des Aufstiegs zu beginnen. Medaillons des Dienstes werden jetzt nur noch für das Handwerk beim Fahrt des Aufstiegs verwendet. Ein grundlegender Stärkungseffekt von 20%. Fortschreitende Macht wurde für alle Seenbande auf dem Pfad des Aufstiegs aktiviert. Dieser Stärkungseffekt ist standardmäßig aktiviert, kann aber über die Kohlenpfanne der fortschreitenden Macht in der Arena ausgeschaltet werden. Die Beuterate für alle Handwerksmaterialien für den Pfad des Aufstiegs wurden um 10% erhöht. Seenspiegelscherben können jetzt von schlundgebundenen Kyrianern im Schlund erbeutet werden. Außerdem, was hier nicht beisteht, sollen wohl einige Bugfixes ähm, aktiviert sein. Das habe ich jetzt von mehreren Spielern schon gesehen, die auf dem PTR den Pfad des Aufstiegs gemacht haben. Plus durch die ganzen Buffs sollte es jetzt für alle Spieler möglich sein, den Fahrt des Aufstiegs ähm, zu meistern und fertig zu bekommen. Nightfee, ähm, das Konversatorium der Königin. Alle Samen sind jetzt bis zu 200 mal stapelbar, vorher nur 20. Alle Orte, an denen es vorher ungewöhnliche Samen gab, gewähren jetzt seltene Samen. Auch hier alles einfach, ein bisschen einfacher zu sammeln und schneller zu sammeln. Ventier Gluthof. Spieler können ihren Einfluss jetzt mit Gästen nutzen, um ihre Freunde oder Nebencharakteren zu helfen. Sobald ihr die Quest Bester Freund für einen Gast abgeschossen habt, gewährt dieser Gast allen Spieler, die zu Besuch kommen, eine Quest im Gluthof-Szenario. Diese Freund-eines-Freundes-Quests schalten eine dauerhafte Erhöhung von 30% der Freundschaft mit diesem Gast frei. Ladet also ein oder zwei Spieler in den Gluthof ein und stellt ihnen Leute vor, damit sie schneller Freunde finden. Nehm Charaktere in euren Account, können ebenfalls auf diese Quest in ihrem eigenen Gluthof-Szenario zugreifen. Gerüchte verbreiten sich schnell am Hof. Gerade das hier sollte für alle Spieler, gerade wenn sie mit mehreren Characters machen oder halt, ne, das soll vor allem auch anregen, andere Spieler, also ein bisschen mehr Social, ne, Gildenleute leute einladen und sowas, und macht für alle einfach den Gluthof ein bisschen einfacher. Emil verkauft jetzt einen neuen Glut, äh, Gunstgegenstand, der festliche Hut des Festherolds. Dieser accountgebundene Gegenstand kann neben Charakteren geschickt werden und erhöht darauf die Rufzugewinne des Gluthofs um 30% für jeden Charakter, der ihn verwendet. Also auch hier nochmal extrem gute er Erleichterung für Twinks. Mit diesem Gegenstand erhält Temel außerdem einen neuen schickeren Hut. Ihr könnt ihn im Szenario bitten, euch den Hut aufzusetzen. Ihr müsst jetzt nun bestätigen, wenn ihr auf ein Szenario wartet und in einer aktuellen und einer eurer aktuellen Gäste eure Einladung nicht angenommen hat und der auch nicht dabei sein wird, wenn ihr das Szenario beginnt. Ja, das ist eine gute Änderung, wenn man ja nicht ganz mitbekommen hat, dass der eine ähm, NPC oder Gast halt die Einladung nicht genommen hat. Das ist sehr gut. wenn ihr Schlachtfels präsent von General Draven zählt keine getarnten Gegner in der Nähe mehr. Kommen wir zu den Dungeons und Schlachtzüge und da auch mit eins der Kernelemente, denke ich mal, zu ähm, 915, worauf viele Leute warten. Und zwar die Zeitwanderung. Legion, Zeitwanderung kommt zurück mit 915. Ganz wichtig, es kommt nicht direkt am Mittwoch, dem 3. November, sondern erst, wenn Legion Timewalk aktiv ist. Und das ist in der ersten ID-Woche im Dezember soweit. Bei seiner Einführung ist dieses Ereignis zwei Wochen lang aktiv und wechselt dann im Rahmen weiterer Bonusereignisse von der üblichen Zeitdauer von einer Woche. Also wie gesagt, das erste Mal, wenn es dann im Dezember aktiv wird, werden wir es zwei Wochen haben, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben, um das zu, ähm, ja, zu machen. Die Dungeons werden dann sein, einmal die Rahmenwerb des Auge Asharas, Finsteres Verlies der Wächterin, Nitarians Hort und Hof der Sterne. Und dann ein sehr geiles Feature, Zeitwanderung im Magierturm. Konnten, haben wir schon im Stream getestet. Sehr cool. Die Legion-Zeitwanderung bietet eine wundersame Möglichkeit, heldenhafte Augenblicke der Vergangenheit erneut zu durchleben. Azeroth champions werden den Magierturm erneut betreten können für die Dauer der Legion Time Walk. Könnt ihr euch dann immer wieder an den ursprünglichen sieben verschiedenen Herausforderungen gruppiert nach der Rolle eurer Spezialisierung versuchen. Jede Herausforderung umfasst eine Reihe von Einzelbegegnungen, die überlebt werden müssen, um Belohnung zu verdienen. Bei Legion Zeitwanderung äh, braucht ihr dafür kein Artefakt, ihr müsst Legion nicht einmal gespielt haben. Ihr bekommt für eine erfolgreiche, abgeschlossene magieturm herausführung jetzt ein Rüstungsset für eure Klasse, das thematisch an Legion angelehnt ist, besser gesagt an das Grabmal von Sageras. Außerdem gibt es einen neuen Erfolg für die vielseitigsten Champions der Kirin Tor. Spieler, die alle sieben Herausforderungen mit verschiedenen Charakteren auf ihrem Battle.net Account abschließen, erhalten ein einzigartiges Flugradtier, den segelnden Zauberfolianten. Außerdem erhalten wächter für den Abschluss der Herausforderung Rückkehr des Hochlords bei der Legion Time Walk auch eine Teufelsversion der bärbäre Ähm... Um Zeigen wir euch mal kurz, wie das aussehen könnte, das T-Set, oder wie es aussieht. Das ist zum Beispiel Paladin, das Recaller T20 Grabmal des Ageras. Dann haben wir hier einmal den Magier Recaller, sehr, 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 sehr geil. Hier sehen wir den Hexer, wirklich sehr cool. Diese Sets sehen wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier den Krieger. Die Farben sind wirklich sehr cool gewählt, muss man sagen. Und hier habe ich jetzt noch zum Schluss den Priester von euch, was mit eins meiner Highlights zusammen mit dem Hexer ist. Kommen wir zu dem Mount. Und zwar gibt es dieses Mount dann als Flugreit hier. Sehr cool, die Animationen darauf sehen sehr geil aus. Es ist wirklich ja doch schon recht einzigartig und ich hätte gefunden, dass das eigentlich ein Magier Mount wird. Aber ich finde es sehr cool. Dafür müsst ihr alle sieben Herausforderungen abschließen. Jetzt würdet ihr sagen, ihr braucht dafür sieben Klassen. Nein, es reichen. Da mehrere Klassen die gleichen Herausforderungen im Turm haben, reichen auch weniger Klassen. Im Endeffekt braucht ihr drei Stück. Ähm, den Druiden auf jeden Fall. Dann glaube ich ähm, Paladin und Hexmeister bzw. Magier. Und ich glaube mit diesen Klassen könnt ihr dann alles machen. Werde ich aber nochmal speziell darauf eingehen, wenn ich zum Magier-Turm ein Video mache. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das Tuning auf dem PTR war sehr gut. Schaffbar. Wir hatten auf dem PTR definitiv Leute, die sich schon das Mount geholt hatten. Ähm, es war auf jeden Fall schaffbar. Machbar. Und ich bin gespannt. Vor allem was, was zu, dem, zu dem Schwierigkeitsgrad noch zu sagen ist. Ähm, egal welches Gear ihr habt, es ist völlig egal. Ihr könnt euch jetzt im Vorfeld 252er Gear sammeln. Es bringt euch nichts. Denn alle werden auf 50 GS runterskaliert. Alle Sachen, die ihr habt, werden auf 50 GS runterskaliert. Das heißt, es ist ganz egal, wie super ihr jetzt bloß gespielt habt oder mythisch Raid noch Bosse gelegt habt. Euer Gear bringt nichts. Legendäre Effekte aus, Leech, äh, aus Shadowlands bringen nichts. Irgendwelche äh, dominanz oder sowas bringen nichts. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Aber auch aus Legion, die... Ähm, Damaligen Le Legendary Sachen, äh, Rüstung bringen auch nichts. Das heißt, für alles ist eigentlich die, die Schwierigkeit recht gleich. Was wirklich sehr gut ist und es ähm, ja doch sehr, sehr spaßig darüber macht. Was aber wiederum dieses System mit sich bringt, ist, dass man sich ein gewisses Time-Walk-Gear zusammenpacken kann. Das konnte man schon für Time-Walk-Dungeons, weil es die gleiche Mechanik, die da benutzt wird. Und zwar gibt es gewisse Sachen, zum Beispiel ein Trinket aus Mechagon. Oder ja, gewisse Trinkets, halt, die einen sehr starken Effekt haben. Außerdem sind natürlich Rüstungen, wo sehr viele Sockelplätze drauf sind, sehr, sehr, sehr gut. Denn jeder Sockel bringt zusätzliche Stats und das bringt euch am meisten. Sprich, zum Beispiel eine Waffe wie Taregosa, der legendären Stab, der drei Sockelplätze hat und von dem GS her noch über 50 liegt, sodass er auch auf 50 runterskaliert werden kann, ist sehr, sehr, sehr stark. Außerdem wird Tempo ein, ein sehr starker Wert sein für alle Klassen. Wahrscheinlich sind dann halt Tempo-Sockel somit das Beste. Außerdem könnt ihr alte Verzauberungen wieder benutzen, sprich von Legion, Battle for earth so dass ihr quasi fast alle eure Slots verzaubern könnt. Zum Beispiel den Hals, mal des Satyrs aus Legion ist da eine sehr starke Sache. Aber wie gesagt, auf all das und das beste Gear-ETC gehe ich nochmal einzeln auf ein Video rein für den Mage Tower. Der Zeitplan der wöchentlichen Bonus-Events wurde angepasst und Zeitwanderungsdungeon öffnen sich jetzt alle drei Wochen, vorher abwechselnd jede dritte und jede vierte Woche. Das heißt, wir kommen schneller immer wieder an die Time-Walks. Ähm, übrigens nochmal zum Legion-Time-Event: Alle 18 Wochen könnt ihr dann Legion laufen und euch wieder an den Magierturm ähm, Ja ranwagen. Was hier jetzt noch nicht stand, ich weiß nicht, ob es weiter unten kommt. Übrigens ist nicht nur, sind nicht nur die Dungeons im ganz normalen Modus zur Verfügung, sondern man kann jetzt auch ähm, diese im M-Plus laufen und ähm, Keys dafür bekommen. Dazu gibt es auch die ganz normalen Effixe. Ab der Stufe 10 gibt es einen extra Legion Effix. Den habe ich auch hier in einem Video bei mir auf dem Kanal schon ähm, besprochen. Sehr cool. Ähm, die Schwierigkeit ist sage ich mal relativ angepasst auch an Shadowlands und man kriegt da Gear raus für den aktuellen Content, was auch sehr cool ist. Dann das Besiegen von Schlachtzugsbossen in Zeitwanderung zählt jetzt auch für die wöchentliche Zeitwanderungsquest, ein brennender Pfad durch die Zeit, ein gefrorener Weg durch die Zeit und ein verwüsteter Pfad durch die Zeit. Die Liste der verfügbaren Dungeons während Zeitwanderungs wurden angepasst. Und zwar wurden manche Sachen rausgenommen aus den alten Timewalk sachen und neue reingefügt. Für Burning True ist es ähm, neu der Blutkessel, die Botaniker und der Tiefensumpf. Entfernt wurden dafür die Arcatras, der Schwarze Morast und die Sklavenunterkünfte. Bei War of the Lich King ist es so, dass Azjol Nerub und die Sehenschmiede und Burg Udgard neu sind. Entfernt wurden Ankahed, die Grube von Saron und Turm Utgard. Bei Kataklysm wurden die Schwarzwaldhöhen neu, neu dazugepackt, dafür wurde Grim Toll rausgenommen. Bei Myths of Bandaria wurde Sholomars hinzugefügt und die Belagerung des Nitsuaru Tempels rausgenommen. Bei Warlords of Draenor wurden die Eisendocks rausgenommen und Grimgeistdepot Depot ist wieder mit drin. Anakrotische Schlüsselsteine. Okay, das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, Spieler können in Orebos mit Tashub reden und bekommen dann einen anakrotischen Schlüsselstein, der Zugang zum Schwierigkeitsgrad mythisch auf der Höchststufe für die sechs Legion, sechs Legion Dungeons gewährt. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt jetzt mythisch plus laufen. Legion Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch plus, die auf dem Weg betreten werden, haben eigene Affixe, bringen beute derselben Gegenstandsstufe wie in Dungeons auf dem Schwierigkeitsmittelschluss plus in Shadowlands und zählen für die wöchentliche Belohnungsoption in der großen Schatzkammer. Gegenstände, die in Legion Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad mit plus erhalten werden können mit Tapferkeitspunkten aufgewertet werden, erscheinen aber nicht in der großen Schatzkammer. Neuer Fix, also um das hier nochmal zu sagen. Wenn ihr eine Shadowlands Dungeon gelaufen habt, dann bekommt ihr die Schatzkammer in eure Boss. Wenn ihr dann Legion lauft, wird es hinzugefügt. Also wie viele ihr gelaufen habt, sprich wie, viel, wie groß die Auswahloption ist. Die Sachen werden aber trotzdem nicht. Also wenn ihr dann nur Legion lauft, ihr kriegt nicht aus der Schatzkammer in Oriboss Sachen aus den Legion M Plus Sachen. Ein bisschen verwirrend, aber ja, ist es ist so. Genau, der neue Affix höllisch. Höllische Fanale sind in der Nähe einiger Bosse zu finden. Wenn ein Fanal aktiviert wird oder der Kampf mit einem Boss in der Nähe begonnen wird, löst es eine Invasion der Legion aus, verfügt bei einem ab einem agarrotischen Schlüsselstein der Stufe 10. Und zwar habt ihr da einen besonderen Boss. Den müsst ihr besiegen, solange hält diese Invasion an. Und dann könnt ihr euch dem Boss widmen, den ganz normalen aus der Dungeon. Ähm, Mythisch Plus, ab jetzt erhalten Sp die besten Spieler auf Mythisch Plus pro Region und pro Fraktion einen besonderen Titel für die Schlüsselstein-Season. Der Titel für Z äh, Season 2 lautet Gequälter Held. Und das sind 0,5% der besten Spieler, jeweils Fraktion, Server, die bekommen diesen Titel. Ähm, Affixe: Anstacheln hat jetzt eine Dauer von 20 Sekunden, vorher ähm, dauerhaft. Die Dauer von Nekrotische Wunde beträgt jetzt 6 Sekunden, vorher 9. Der Schadensbonus von Wüten beträgt jetzt 50%, vorher 75. Also auch nochmal eine deutliche Abschwächung für die Affixe, wodurch es für alle Leute noch einfacher sein sollte, den KSM eventuell zu machen, generell höhere Schlüsselsteine zu laufen und ähm, eventuell noch für die ein oder anderen Stufe 20 abzuschließen, um damit die Teleports für die Dungeons freizuschalten. Klassische Schlachtzüge. Jetzt wird's interessant. Für die Transmog-Läufer unter euch, die gerne noch Legion ähm, laufen würden, aber Grabmal des Segeras nicht klären konnten oder Antorus. Und zwar, in Antorus wurde das Anto antorische Oberkommando, Eonadi die Lebensbinderin, Varimatas, Zirkel der Shivara und Agrama um einiges genervt und Fähigkeiten rausgenommen bzw. angepasst, dass sie solo machbar sind. Beim Grabmal des Segeras ist es die trostlose Herrscher, gefallene Avatar und Kill jeden. Jetzt um einiges einfacher sind. Bis, Kill, bis zum gefallenen Avatar konnte man es eigentlich ziemlich gut machen. Auch der gefallene Avatar war mit recht gutem Gear wirklich ähm, legbar. Nur Kill jeden war halt einfach für Demon Hunter sehr oder, äh, einfach zu legen. Jetzt ist es für alle Klassen einfach, das zu machen. Die Nachtfestung Guldan wurde ähm, auch genervt. Und zwar die letzte Phase von ihm auf Mythisch. Diese Larven, die da gekommen sind, die einen gestunt haben, immer wieder. Und dadurch den Fight einfach unmöglich gemacht haben, für manche Klassen mit geringem, geringem GS. Und das ist jetzt auch angepasst und ihr könnt ganz easy Guldan besiegen. Bei der Prüfung der Tapferkeit wurde Helia angepasst und zwar diese Wellen, die einen immer wieder nach hinten weggeballert haben, ähm, sind jetzt einfacher zu machen, wodurch der Kampf um einiges einfacher ist. Jetzt nochmal ganz wichtig für Schlachtzüge generell M Plus generell eine sehr coole Fe äh, Sache. Und zwar alle Abklingzeiten ab 2 Minuten werden jetzt am Ende der äh, von Schlachtzugsbegegnung oder am Beginn eines Dungeons auf Mythisch Plus zurückgesetzt, vorher drei Minuten. Sprich, gerade Paladine wird es freuen, Wings und alles Mögliche werden jetzt auch ähm, zurückgesetzt. Das gilt nicht für Reinkarnation des Schaman oder Ritual des Verbandes des Hexenmeisters. Der klassische Beutemodus ist jetzt für Schlachtzüge und Dungeons für Battle for Azeroth aktiv. Diese Begegnungen lassen jetzt unabhängig von der Gruppengröße eine feste Anzahl von Klassen unabhängiger Beute fallen. Sprich, man kann persolut ausschalten. Die Möglichkeit, die Warteschlange für einen zufälligen Dungeon für alle Erweiterungen in der Zeitwanderungskampagne zu betreten, habt ihr jetzt nach 5 Minuten vorher 15. Für die Leute, die ein bisschen über Chromie-Time ge äh, gelevelt haben und, sagen wir mal, in Mist of Pandaria unterwegs waren, sich für einen Dungeon angemeldet haben und da gehen die Dungeons nun mal recht selten auf, können dann jetzt ab 5 Minuten schon auf alle Dungeons zugreifen, was sehr cool ist, weil dann kommt ihr meistens in die Battle for Earth oder Dungeons mit rein und die gehen relativ schnell auf und bringen euch die schönen EP. Nochmal geil jetzt für Mountsammler und Transmog. Und zwar die Inselexpedition und die Kriegsfonden. Das war in BFA. Ihr könnt euch jetzt allein oder mit einer Gruppe von bis zu drei Spielern auf eine normale, heroische oder mythische Inselexpedition begeben. Sprecht mit Captain Rezo Kuhn in Dazhalor Horde oder Finn Schönwind in Boralos, um eure Reise anzutreten. Auch hier habe ich ein Video zu, wie man, wo der Typ ist zum Ansprechen, welche Mounts es gibt, etc. findet ihr auf meinem Kanal. Die Anzahl der Spieler für normale Kriegsfronten in der Schlacht um Stormgeld und in der Schlacht um Dunkelküste wurde auf 5 verringert, vorher 15. Also wer da noch die Erfolge oder sowas machen will, ähm, hat jetzt einfach sich mit vier Leuten zusammentun und für die ähm, Kriegsfronten anmelden und schon könnt ihr da drin die Sachen machen. Sehr, 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 sehr coole Änderungen für alle, die die Erfolge einfach noch nachholen wollen. Gegenstände und Belohnungen. Spieler müssen den Erfolg Sturm auf das Grabmal nur noch auf einem Charakter pro Account abschließen, um die Klassenquest für Reitiere in Legion an der verhärten Küste zu beginnen. Jeder Charakter muss aber noch die Ohrenzeilen-Kampagne und Quest abschließen, um den letzten Champion für die Ohrenzeile rekrutieren. Das heißt, vorher musstet ihr auf der verhärten Küste, also es, gab, es gibt einen Klassenmount für jede Klasse in Legion. Dazu musstet ihr die Ohrenzahlen-Kampagne komplett durchschließen und vorher musstet ihr noch die komplette verhärte Küste abschließen. Da reicht jetzt, wenn ihr es mit einem Char gemacht habt und dann müsst ihr mit den Twings nur noch die on kampagne machen, was es um einiges verringert, wobei die on kampagne ist das, was einem eigentlich am längsten hinzieht, da ihr dort an dem Missionstisch die Mission machen müsst, bis ihr mit der kompletten Kampagne und das ist dann noch ein bisschen Time-Gating. Die Fertigküste konnte man innerhalb von einem Tag, zwei Tagen definitiv fertig machen. Stellt euer komplettes Transmogrifizations-Set im Chat oder online zur Schau, indem ihr es euch aus der Anprobe heraus verlinkt. Spieler können mit der Maus über die Gegenstände fahren, um zu sehen, wie sie es erhalten können, ob sie es bereits in ihrem Besitz sind oder die Vorlage für den betrachteten Charakter verfügbar ist. Sehr cooles Feature. Ähm, macht das Transmogrifizieren noch um einiges geiler, vor allem wenn man sich andere Spieler anguckt und sich fragt, oh, was ist das für ein Gegenstand, woher ist der? sehr cool man muss nicht mehr irgendwie bei Google dann den Gegenstand eingeben um rauszufinden wo es herkommt die Transmogrifationsvorlagen kosmetischer Gegenstände werden jetzt erlernt wenn der Gegenstand verwendet wird ähm, Speerkarten mit denen sofort alle Gebiete erkundet werden und äh, die euren Nebencharakter alle auch alle brauchbaren Flugrouten gewähren, sind jetzt für alle Erweiterungen verfügbar vor allem nur Kalimdor und die östlichen Königreichen und zwar gab es halt etwas ähm, ein Spielzeug damit konnte der das konnte der Twink dann aktivieren und ihr hattet den Kalindor und den östlichen Königreich dann alle Flug, äh, Flugrouten und das gibt's jetzt für alle, ähm, ja für alle Erweiterungen sehr cool macht's fürs Zwinken um einiges leichter gerade für die Leute die jetzt vielleicht den BFA noch nicht fliegen freigeschaltet haben oder so bringt es wirklich eine Menge ähm, später der Herrschaft werden jetzt öfter fallen gelassen ja gut ähm, für den aktuellen Sanctum Raid die Menge an Seenglut, die auf Ebene 8 bis 12 in Torgast bei Angriffen auf dem Schlund, beim Ereignis äh, Peiniger von Torgast und bei Befehlsdismissionen gewährt wird, wurde deutlich erhöht. Die Beuterate von Seelenwindungssicheln wurde erhöht. Also, gerade hier, um die Medien noch nachzuziehen: ne? äh, Herzöge Minx in Kortria verkauft jetzt Versionen der kordialischen Ausrüstung, die einen Ausrüstungsteil für bestimmte Plätze erschaffen. Sehr cool. Um, dadurch kann man sich dann gezielt Waffen an Twings schicken oder einen bestimmten Rüstungslot, wo man einfach kein Glück hatte mit Rüstung, um sich da schneller sein GS hochzupushen. Akquisiteur Tag Gorsch in der Hallen der Kuriositäten in von Oribos verkauft jetzt einen Torsteuerungssplitter, mit dem ihr das nächste dämonische Tor aktivieren könnt. Um, das ist für die Hexenmeister eine sehr coole Änderung, um einfach viel einfacher mit den Toren umgehen zu können. Audara, der Mittler für Erbstücke, neben dem Flugmeister in Oribos verkauft die folgenden accountgebundenen Gegenstände: Rüstungsschutz für ewige äh, Erbstücke und Waffenscheide für ewige Erbstücke. Ein neuer Rang für Erbstücke wurde hinzugefügt und alle Erbstücke sind jetzt in Shadowlands verfügbar. Sehr teuer. Wirklich sehr teuer. Ähm, da nimmt viel Gold mit und dann könnt ihr halt eure Erbstücke von bislang nur Level 49 äh, auf 59 hochpushen. Äh, Mittler Mal der Auszeichnung, Charaktere, die Ruhmstufe 80 erreichen, können diesen Gegenstand für einen Nebencharakter kaufen und diesen sofort auf Ruhmstufe 40 zu bringen. Über Ruhmstufe 40 kann der Gegenstand nicht verwendet werden. Also für alle Twinks, die ihr gerade frisch auf 60 macht, könnt ihr diesen Gegenstand kaufen und habt direkt Ruhmstufe 40. Anima Behälter das Reisen, damit kann Anima in, eure Pakte, in neue Pakte gebracht oder an Nebencharaktere geschickt werden. Auch cool, ihr könnt Anima von eurem Anima, Anima kaufen und das eurem Zwing schicken. Auch hier ein Video schon auf meinem Kanal. Truhe mit tapferer Ausrüstung erhält ein Ausrüstungsstück auf den Gegenstandsstufen 210, Mythisch 0. Die Truhe kann nur mit Tapferkeitspunkten von einem Charakter gekauft werden, der eine Wertung von Mythisch Plus von mindestens 1500 hat. Fände ich ein bisschen weird, hatten wir schon mal ein Video drüber gemacht und gehofft, dass die Gegenstandsstufe eben nicht 210 ist, sondern ein bisschen höher ist. Ähm, weil schon 1500 Voraussetzung ist. Aber zumindest auch hier, man kann seine Twinks um einiges leichter equippen. Und für die PvP-Leute haben sie auch dran gedacht: und zwar die Truhe mit entfesselter Ausrüstung enthält ein Ausrüstungsstück aus ungewerteten PvP auf Gegenstand Stufe 220. Die Truhe kann nur mit Eroberungspunkten von einem Charakter gekauft werden, der eine Wertung von mindestens 1600 in einem beliebigen PvP-Bereich hat. Also auch die PvPler können ihre Twings jetzt easy equippen. Zeitgebundenes Nachsinn. Setzt die Stufe eines Abenteurers auf Stufe 30, erfordert einen Abenteurer auf mindestens Stufe 40, kann nicht bei Abenteurern auf Stufe 30 oder höher angewertet werden. Und zwar Abenteurer aus eurem Missionstisch von den Pakten. Wenn ihr jetzt einen neuen Abenteurer habt, ist es ja ziemlich eklig, immer diesen hochzuleveln. Jetzt könnt ihr etwas kaufen, damit könnt ihr direkt auf Stufe 30 raufpushen. Sechs neue Paare kosmetische Stiefel sind im Weltereignis der Große Stylecheck verfügbar. Diese neuen Stiefel bieten einen einzigen Look für Völker, die normalerweise keine Schuhe tragen und könnten mit Marken des großen äh, Style-Checks gekauft werden. Stylecheck ist immer mal wieder äh, verfügbar, müsst ihr einfach mal im Kalender gucken, wann der Stylecheck verfügbar ist. Dann könnt ihr euch für den Stylecheck anmelden mit einem, bei einem gewissen NPC. Und bei diesem NPC könnt ihr auch für die Stylecheck-Marken, also wenn, ihr könnt ihr da in diesem Stylecheck-Marken verdienen. Und damit könnt ihr transportkreations kaufen. Und jetzt sind dort auch Schuhe dabei. Ganz wichtig, zum Beispiel für Trolle. Die haben ja so gut wie keine Schuhe. Also, ne, das sind ja immer so kleine Lederfetzen, weil die Füße immer rausgucken. Und die haben jetzt Schuhe. Also die können sich jetzt durch diese gekauften Schuhe wirklich mal Schuhe transmogrifizieren. Sehr cool. Lohnt sich mal reinzuschauen. Korfia und der Schlund. Ähm, Spieler können zusätzliche Schnellreiseoptionen von Venaris Zuflucht zur Verdammnisfestung und des innerhalb des Schlunds freischalten. Sprich. Mehr Flugrouten in, äh, im Schlund und Korthria, was sehr cool ist, denn ihr könnt jetzt direkt oben zum Weltboss bzw. zum Raid fliegen, ohne euch dauerhaft durch die ganzen Eliten durchsterben, durchstelfen und durchschnetzeln zu müssen. Sehr gute Änderung. Der Abschluss von Quest für Arche war Rosuir, gewährt Zugriff auf einen Anima-Leiter in Korthria, über den Anima direkt abgegeben werden kann. Sprich, ihr müsst nicht mehr in eure Parkteile gehen. Um das Anima eurem Pakt hinzuzufügen, sondern könnt es direkt in Korthria machen. So wie ihr in Korthria auch die Korthrianischen Erforschungsdingsbums unten abgeben könnt bei dem Typen, könnt ihr direkt dann auch euer Anima in eure Pakt und müsst es nicht mit euch rumschleppen oder halt in eure Pakt alle geben. Jetzt kommen noch mal sehr coole Änderungen beim Archivarskodex und zwar die Untersuchungsberichte, Gegenstandsaufwertungen, Abhandlung, Bonusbeute 9.0 äh, beinhalten können können jetzt für den gesamten Account gekauft werden, wenn ein Charakter auf dem Account die erfolgreiche, äh, erforderliche Rufstufe erreicht hat. Spieler auf Rufstufe 6 können jetzt den Gegenstand Untersuchungsbericht Relikt-Untersuchungstechniken kaufen, einen neuen Account gebundenen Gegenstand, den sie einem Nebencharakter schicken können, um den Ruf durch Relikte und Reliktfragmente um 50% zu erhöhen. Sehr gut, wenn ihr mit Twinks anfangen wollt mit ähm, Korfrea. Ihr kriegt einfach um einiges mehr und könnt dann auch mit anderen Charakteren schneller die Rufstufe von dem ähm, Archivarkodex erreichen. Die Quest-Relikt-Effizienz auf Stufe 4 erhöht jetzt auch die durchschnittliche Menge an Relikten, die als Bonusbeute von seltenen Gegnern und Schätzen auftaucht. Und auch wie viele Relikte bei täglichen Quests oder in wöchentlichen Belohnungstruhen auftauchen. Das geschieht zusätzlich zur aktuellen Belohnung mit einer Chance von 20% die doppelte Menge der normalen Reliktfragmente von seltenen Gegnern und Schätzen zu halten. Auch hier wieder einfach, gebt mir mehr Relikte, mehr Relikte, mehr Relikte. Es wurden zwei neue Quests hinzugefügt, Relikten auf der Spur, Abrufstufe 3, auf der der Bonus mit einer anfänglichen Chance von 10% auf doppelte Reliktfragmente startet und Reliktjäger auf Stufe 5, bei der die Chance auf doppelte Relikte schließlich auf 40% erhöht wird. Beide Quests erhöhen auch die durchschnittliche Menge an Relikten, die als Bonusbeute in täglichen Quests oder in wöchentlichen Belohnungstun auftauchen. Also auch hier nochmal, <laughs> Entschuldigung, noch mehr Relikte. Ihr könnt damit noch schneller hochleveln, gerade die letzten Stufen dann noch schneller erreichen. Seltene Gegner in Crowdbreaker können jetzt auch Relikte bei wiederholten Kills fallen lassen. Vorher gab es tägliche Sperre für die Chance auf Relikte. Sehr cool, das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich Dauer farmen. Das ging vorher nicht und jetzt könnt ihr dauerfarmen. Das heißt, jemand, der jetzt gerade wirklich Urlaub hat, Zeit hat und unbedingt den Ruf hochhaben will, kann jetzt einfach dauerfarmen in Corfria. Mehr Gegner mit Relikten können in Corfria mit allen seinen Kristall gefunden werden. Ein abgerichteter Grommet findet jetzt mehr Reliktverstecke. Ähm, Risse von Korthria, eine neue wöchentliche Quest, verlorene Forschung, wird für Charaktere auf der Rufstufe 4 mit dem Archivarkodex oder für Nebencharaktere mit einem Charakter auf Rufstufe 4 im Account verfügbar. Diese neue Quest führt Spieler in den Riss von Korthria und belohnt sie mit einer großen Menge von Ruf beim Archivarkodex und katalogisierte Forschung. Seid seid selbst mit Twinks wieder könnt ihr, habt ihr eine neue Daily Quest, die euch nochmal eine Menge Ruf... Also, wir merken schon, es wird um einiges einfacher, den Ruf zu farmen. Gegner in Rissen von Korthria lassen jetzt gestohlene Reliktfragmente fallen mit einer Chance auf Relikte. Relikte, 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 es wird immer mehr und mehr und mehr. Haustierkämpfe, makellose und familienspezifische Kampfübungssteine bieten jetzt pauschal 2000 Erfahrung, vorher, die Menge, die für eine Stufe erforderlich war. Teufelsberührte Kampfübungssteine bieten jetzt pauschal 10.000 Erfahrung, Ultimative Kampfübungssteine kosten jetzt 35%, polierte Haustierglücksbringer vorher 60%. Der Kampf gegen wilde Tiere mit einem Team aus Haustieren auf einer vergleichbaren Stufe bietet jetzt die doppelte Erfahrung. Haustiere in eurem Team qualifizieren sich für diesen Bonus, wenn kein Haustier in eurem Team mehr als zwei Stufen über dem Tier im Wildtier-Team ist. Die Erfahrungsstrafe für ein sterbendes Haustier wurde um 50% verringert, vorher 100%. Haustiere müssen noch immer mindestens eine Runde lang aktiv sein, um Erfahrung bei einem Kampf gewinnen zu können. Die gesamte Haustiererfahrung, die in Kämpfen verdient wird, wird um 50% erhöht. Um das zu kompensieren, wurde der Stärkungseffekt für das Bonus-Event Haustierkämpfezeichen der Foto auf 100% verringert. Vorher waren es 200. In Summe bleibt die Haustiererfahrung, die im Bonus-Event Haustiererfahrung gewonnen wird, unverändert im Vergleich zu den jetzigen Werten. Also für die Haustierleute auch nochmal um einiges leichter: Haustiere nachzuziehen. Kommen wir zu kleineren Änderungen, und zwar zu den Berufen. Der Ertrag von Ärzten in allen Zonen, einschließlich Elentium-Erz, wurde um 20% erhöht. Die Beuterate von Hornbike und schweren Hornbike wurde um 20% erhöht. Die Beuterate von Juwelier kunstessenzen wurde um 10% erhöht. Und die Beuterate von Lichtloser Seide wurde um 20% erhöht. Sehr cool. Man kann jetzt nochmal schneller alles nachfarmen. Gerade auch für die Leute, die die legendären Dinge bauen, dürfte jetzt alles ein bisschen billiger werden. immer Aha. Kommen wir zum nächsten kleinen Bereich, und zwar den Quests. Neben Charakter auf einem Account können die einleitende Questreihe in Shadowlands, die im Schlund stattfindet, jetzt überspringen, indem sie mit Hochinquisitorin Weichrehen und Anasgrim sprechen, nachdem sie die Quest Shadowlands eine eisige Vorladung angenommen haben. Bitte beachtet, um zu überspringen, müsst ihr mit einem Charakter auf Stufe 60 eingeloggt haben, der die Schlundeinführungsquest abgeschlossen hat. Für alle, die die einleitende Questreihe in Shadow, Shadowlands schon begonnen haben, Jaina bracht mir in der Höhle der Trostlosen Rast, erlaubt euch den Rest der Einführung zu überspringen, wenn ihr die Quest Flucht aus der Dunkelheit abgeschlossen habt und bevor ihr die Höhle verlasst. Also, ne, diese gerade ein bisschen... Die Leute, die sie, die Einleitungsquest in Shadowlands nicht machen wollen und direkt in Shadowlands leveln wollen, können diese jetzt skippen. Ähm, ich werde sie trotzdem weiterhin machen, weil sie einfach sehr schnell sehr viel EP bringt. Runenschnitzeln. Der Runemetz bietet euch jetzt an, eine bestehende legendären Gegenstand zu zerstören und um die gesamte Seelenasche oder Seelenglut, die zu seiner Herstellung nötig waren, zurückzuerlangen. Die Beuterate von legendären Effekten in Dungeons wurde für alle Schwierigkeiten auf 100% gesetzt. Hier mal eine kleine Notiz dazu. Ihr bekommt nur die Seelenasche und nur die Seelenglut zurück. Ihr bekommt nicht das Gefäß zurück und ihr bekommt nicht die Schriften zurück. Das heißt... Trotzdem darauf achten, weil diese drei Sachen können auf, sind auf verschiedenen Servern relativ teuer. Gerade auf kleineren Servern. Ähm, gut, die Mets wurden zwar jetzt um einiges erhöht von den Berufen, aber trotzdem immer noch darauf achten. Und gut, man bekommt jetzt halt die legendären Sachen in Dungeons sofort und muss nicht mehr wild eine Dungeon farmen. Reden des Schicksals. Und hier sehr cool. Talinara bietet jetzt eine tägliche Quest für Torgas, Turm der Verdammten für Erfahrung und Seelenasche. Und... Turmwissen. Tayinara bietet jetzt eine tägliche Quest für PvP-Schlachtfelder für Erfahrung und Ausrüstung. Die Bonusziele der Fäden des Schicksals sind jetzt deutlich kürzer und belohnen euch, belohnen euch mit Ruhm. Die Gebietsziele der Fäden des Schicksals belohnen euch jetzt mit Ausrüstung auf höheren Gegenstandsstufen und Anima. Sehr geile, coole Änderung. Und zwar, man muss jetzt, ähm, wenn man diese Karte bei Fäden des Schicksals hat, wo man dann zur Bastion sagt, ich möchte dahin gehen oder da... Ähm, keine Ahnung, nach äh, Ravenreth oder sowas. Da kann man jetzt auch oben den Schlund auswählen. Da kriegt man dann eine Quest für Torgast. Da muss man einmal kurz eine Quest abschließen. Und dann hat man im vor Torgast immer wieder diesen Typen stehen, der kann einem jeden, gibt dann jeden Tag diese Quest. Haben wir auch alles hier auf einem Video bei mir, haben wir live im Livestream gemacht und ist hier auf YouTube hochgeladen. Und man, wie gesagt, man kriegt nicht nur Erfahrung und Seelenasche, man kriegt halt auch Turmwissen, was sehr cool ist. Die Erfahrung ist relativ hoch für ähm, die Daily Quest. Also es lohnt sich definitiv einmal in Torgast reinzugehen. Da habt ihr in etwa ja so einen 20 Minuten, 25 Minuten Run. Braucht ihr so, je nach Torgast Wing, der offen ist, braucht ihr so 20, 25 Minuten. Kriegt ungefähr das Gleiche wie mit einer Dungeon, die ihr gemacht habt. Ihr könnt es alleine machen. Ihr könnt einen 60er mitnehmen, der euch da durchzieht. Wahrscheinlich wird da jetzt auch dieses ne, typische äh, Boosting ähm, flurieren. Ihr bekommt dann, wie gesagt, Seelenasche, einmal vom Abschluss des, äh, des Torgas Wings. Das könnt ihr auch so oft machen, wie ihr wollt. Ihr kriegt so oft Seelenasche, wie ihr wollt. Einmal aber nur durch die Daily. Und ihr bekommt Turmwissen zum Abschließen. Das heißt, ihr könnt dann auf, wenn bis ihr Level 60 seid, könnt ihr schon euer Turmwissen ähm, relativ voll haben. Natürlich dann auch euer, euer Turmwissen schon, schon eingesetzt haben, weil ihr könnt auch das Turmwissen dort direkt einfügen. Der Typ, der da steht, hat auch diese, diese Würfelbox neben sich, wodurch... Ähm, ihr auf Stilfe 60 von mir aus keine Ahnung wie viel, viel darin erforscht haben könnt und euch sozusagen natürlich pro abgelaufene Wing es noch einfacher und einfacher und einfacher macht. Der Punkt ist, nach der Daily bekommt ihr nur noch die Erfahrung in Torgas. Die war auf dem PTR zu der Zeit, wo ich das gemacht habe. So round about 20-30% des Levels. Ist nicht viel. ist wirklich nicht viel. Nur die Daily hat es wirklich lohnenswert gemacht. Wenn ihr aber wirklich nur Bock darauf habt, euch da alleine durchzuschnetzeln und vielleicht eine Klasse habt, ne, die wirklich gut im Schnetzeln ist und da super easy durchrennen kann, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Weg, den man einzuschlagen lohnt. Das gleiche jetzt auch für PvP-Schlachtfelder. Es lohnt sich definitiv einmal am Tag, ein PvP-Schlachtfeld zu machen. Sehr cool. Kommen wir zum Torgasturm der Verdammten. Der wiederholte Abschluss von Korridoren gewährt jetzt die volle Menge an Seelenasche, vorher 20% nach dem ersten Abschuss. Wieder, der wiederholte Abschluss von Korridoren gewährt jetzt die volle Menge an Seelenglut, vorher keine Seelenglut nach dem ersten Abschluss. Das heißt, ihr könnt jetzt easygoing euch alle möglichen Legis wieder erfarmen. Anima Boni, Todesritter. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Runenjäger zu oft ausgelöst wurde. Egal, der Schaden durch versteinerte Haustiernahrung erhöht sich jetzt wie, erhöht sich jetzt wie vorgesehen mit dem Stapel des Anima Bonus. Ähm, dann kommen wir noch zur Benutzeroberfläche ähm, und die Zugänglichkeit. Die Anforderung für die Teilnahme am Mentorensystem für Neuensteiger wurde aktualisiert. Spieler können jetzt mitmachen, nachdem sie 3000 Quests abgeschossen haben und die Höchststufe erreicht haben. Ähm, damit kommt ihr ins Mentorensystem. Das ist ein eigener Chat. Den haben ganz neue Spieler und die können dort Fragen stellen und ihr könnt mit eurem Wissen dann den Spielern helfen. Bitte nutzt dieses auch. Um Spielern zu helfen und eben nicht diese zu flamen oder sonstiges, weil sie keinen Plan vom Spiel haben. Das ist der Sinn der Sache, dieses System, dass die Leute Plan bekommen. Nett, höflich und verständnisvoll. Wollt ihr es nicht, tretet nicht dem Mentorensystem bei. Bitte. Danke. Verbesserte Kompatibilität des Gamepads und Unterstützung für Touchpad und Gyro kam mehr. Wertungen für Mythisch Plus und PvP können jetzt über den Chat mit Umschalttaste links geklickt geteilt werden. Die Benutzeroberfläche für die Gegenstandsausstattung wurde verarbeitet. Verbesserung für den Dungeon Browser Accounts. Das ist jetzt wichtig und zwar für die WTS-Seller, die davon genervt sind. Ja. Accounts benötigen jetzt einen band authenticator um benutzerdefinierte Texte einzugeben, wenn sie eine Gruppe für Dungeon-Schlachtzüge gewertetes PvP registrieren. Alle Spieler können immer noch die Gruppen anderer suchen und sich ihnen anschließen. Das heißt. Ihr müsst jetzt nicht in Angst äh, und Schrecken losrennen, weil, uh, ich brauche jetzt den BNet Authenticator, um das Dungeon Tool zu benutzen. Nein, einfach nur, ihr könnt dann jetzt nicht mehr, also die WTS da haben ja sehr viele Klon-Accounts und die haben meistens kein BNet Authenticator drin, weil es einfach nur billige Klon-Accounts sind, die auch einfach easy gebannt werden können. Diese können jetzt nicht mehr reinschreiben: WTS verkaufen euch, bla 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 bla. Dadurch sollte es im Dungeon Tool schon mal ein bisschen ruhiger zur Sache gehen. Ihr könnt jetzt auch nach einem Zahlenbereich suchen. Die Suche nach 5 bis 9 findet beispielsweise Schlüsselsteine der Stufe 5 bis 9. Sehr geile Änderung. Freue ich mich, dass man jetzt endlich gezielt Stufen suchen kann. Die Dungeon-Browser-Information wird auf Basis des Schlüsselsteins des Erstellers automatisch generiert. Die Informationen können immer noch manuell geändert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf, ihr klickt auf den Dungeon-Tool, wollt eine Gruppe erstellen, ähm, dann habt ihr direkt diese Information drin, die euer Schlüsselstein hat. Was sehr cool ist. Ähm, Gruppenhersteller können jetzt eine Mindestwertung für Mythisch Plus oder PVP von Bewerbern verlangen, sprich ähm, wie vorher das GS. Ihr könntet ja immer sagen Mindest GS bla bla blub. Vorher wurde es den Leuten mit weniger GS gar nicht angezeigt und das Gleiche kann man jetzt auch mit der Mythisch Plus Wertung machen. Ähm, Spieler, äh, Gruppenhersteller können jetzt eine Spielweise auswählen, um Erwartungen für die Gruppe festzulegen. Sprich, man kann sagen, jo, das ist hier eher so ein Weekly Run. Hauptsache, wir kriegen die Kiste. Ob der in-time wird, sind wir uns jetzt nicht sicher. Oder eben, nee, wir wollen pushen, der muss in-time werden oder wir wollen, dass er in-time werden. Bitte Leute, die auch daran interessiert sind, sich ähm, völlig reinzubringen und reinzuschmeißen und richtig Gas zu geben, bitte diese anmelden. So in dem Sinn ungefähr. Die äh, PvP-Wertung wird jetzt beim Durchsuchen der Einträge für gewährte PvP im Bewerberfenster angezeigt. Gruppenhersteller können jetzt die Verzeichnisse durchsuchen. PvP-Kategorien ziehen jetzt die PvP-Gegenstandsstufe des Spielers heran, statt der gewöhnlichen Gegenstandsstufe. Verbessertes Feedback bei Chatmeldungen. Auch eine sehr wichtige Änderung. Für Spieler, die Fehlverhalten im Chat melden und für jene, die wahrscheinlich gemeldet werden, wurden Bestätigungen hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden meldet, weil der macht, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß im Handelschannel oder spammt euch oder 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 oder, bekommt ihr jetzt eine klare Meldung, dass er gemeldet wurde und vor allem auch wenn sich darum gekümmert wird um diesenjenigen. Wenn ihr einen Spieler wegen verbaler Belästigung oder anderen störenden Verhalten im Spielchat melden, informieren wir euch, wenn wir Maßnahmen für diesen Spieler ersetzen. Sehr cool. Das heißt, ihr merkt, ihr habt jetzt auch direktes Feedback, ob tatsächlich wirklich etwas gegen diesen Spieler unternommen wurde. Wir bemerken, dass sich euer Verhalten moderat verschlechtert hat, schicken wir euch eine Warnung, damit ihr euch bessern könnt, bevor ihr eine Strafe bekommt. Das heißt jetzt nicht, ihr könnt einen Spieler sofort hier, gib ihn dass er gebannt wird, sondern das System und Blizzard dahinter guckt schon, wie oft wird ein Spieler gemeldet, etc. Im akuten Fällen von sehr schlechter Benehmen kann das System die Warnung überspringen und sofort Maßnahmen ergreifen. Ignorieren blockiert jetzt alle Charaktere auf dem WOW-Account des ignoranten Spielers. Eine sehr coole Änderung. Sprich, ihr ignoriert jemanden im M ⁇ weil der ist einfach dieser Volldepp und nur Go-Go-Mentalität oder was weiß ich was. Und ihr igno ähm, habt wenn ihr diesen jetzt ignoriert, könnt ihr nie wieder mit diesem Spieler in eine Gruppe zusammenkommen. Was sehr, 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 sehr cool ist. Das ist wirklich eine sehr geile Sache. Ähm, text to speech einstellungen werden jetzt auf dem Server gespeichert. Es gibt jetzt die Option, die Einstellung Countwide zu speichern. Option, die Ergebnisse einer Sprachtranskription in einem beliebigen Chatfenster aufzunehmen und die Schriftfarbe zu ändern. Die Größe des Mauszeigers kann jetzt im Menü für Barrierefrei erhöht werden. Sehr gute Änderung. Zufällige Lieblingsreittiere beschwören, beschwört jetzt ein zufälliges Reittier, wenn keine Reittiere als Liebling festgelegt sind. Auch gut, es gibt jetzt einen Filter für Flugreittiere in der Reittiersammlung. Neues Mauszeiger-Symbol für den transport neues Taschensymbol für den standard -Rucksack. neue Anpassungsoptionen für Charaktere werden mit dem Hinweis NEU bei der Charaktererstellung bei dem Barbier gekennzeichnet. Ähm, das war nur bislang immer auf dem PvP, äh, ptr datei also der Fall. Das Beutefenster für den Abenteuerführer trennt jetzt normale Beute vom Bonusbeute, um zu zeigen, dass sie separate Beute enthalten. Also, wenn ihr auf den Dungeon Browser, äh, auf dieses ähm, Abenteuerführer geht und dann sucht ihr euch da eine Dungeon raus, ein Raid raus oder sonstiges und geht in den Beutemodus, modus seht ihr jetzt genau, was ist unterschiedlich aufgeteilt. Ähm, der Hinweis über ein verfügbares PvP-Talent wird jetzt nur im Kriegsmodus und in PvP-Instanzen angezeigt. Ihr wisst es, ihr bekommt ein neues Level mit eurem Twink. Er kann ein neues PvP-Talent und ihr werdet immer wieder beim Zumachen daran erinnern, Ey, ihr habt ein PvP, ey, ihr habt ein PvP. Das wird jetzt nur noch Leuten gezeigt, die auch wirklich PvP machen. Sehr gut. dialog für Gegner und Bosse wurden in Text-to-Speech-Einstellungen hinzugefügt. Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, dass um das Materiallager hervorzuheben, das Fenster für WERBT Freund ist jetzt mit einem Befehl WEF also WEF erreichbar. Ein kürzerer Befehl wurde im Bereitschaftscheck des Al als Alternative hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr Schrägstrich BC jetzt im Chat macht, kriegt ihr einen Bereitschaftscheck. Sehr cool. Ein kürzerer Befehl für den Countdown als Alternative zugefügt und zwar CD. Schrägstrich CD 10 Sekunden, also 10 Schrägstrich CD 10, macht jetzt einen Countdown. Verschiedene Emotes wurden angepasst. Sammeln. Husten, rübsen, bubsen, Pfeifen, Spucken und Hintern ändern sich nicht mehr, wenn sie beim Anvisieren eines Spielers verwendet werden. Damit wollen sie gegen die Diskriminierung, etc., sexuelle Belästigung, äh, alles Mögliche vorgehen. Sehr gute Sache. Anspringen und Ächzen wurde angepasst, äh, wenn sie beim Anvisieren eines Spielers verwendet werden. Vier neue Moves wurden hinzugefügt, und zwar Hurra, hervorragend, beeindruckt und zusammenzucken. Tritt, Stinken, Wackeln und Stöhnen wurde entfernt. Auch hier gegen Sizismus. Kommen wir zu den Klassen und zwar kamen da sehr viele Änderungen, worauf ich jetzt bei den einzelnen Klassen gar nicht so krass eingehen kann, weil es ja, da muss man wirklich im, im Spec drin sein. Ähm, gehen wir einfach mal durch. Und zwar die Kyrianer-Fähigkeit, Fiole des Gleichmuts und Heiltränke setzen den Timer für Nahkampfangriffe nicht mehr zurück. Das war ein kleiner Bug, der auf den Live-Servern war, und zwar jeweils, wenn man einen Trank oder sowas gezogen hat, hat sich der interne GCD für den Nahkampfangriff zurückgesetzt und hat es wieder von, von vorne abspulen lassen. Einige Fähigkeiten mit flechten Effekten haben kein Ziel mit mehreren und verursachen stattdessen ab dem fünften oder ab dem achten Ziel verringerten Schaden. Die betroffenen Fähigkeiten werden im Bereich ihrer jeweiligen Klassen aufgelistet. Haben grob darüber gesprochen? Und zwar hatten wir ja mit BFA schon angefangen, aber auch mit Shadowlands vor allem ein Limit an AOE-Fähigkeiten. Sprich, ähm, der Blizzard vom Magier oder sowas hat halt einfach nur noch fünf Ziele getroffen. Wenn zehn Ziele in dem Effektbereich waren, haben, fünf andere, haben die fünf anderen einfach gar nichts bekommen. Das sah immer ziemlich ja, unlustig aus. Ähm, zum Beispiel auch beim Augenstrafe vom Demon Hunter oder ähnliches. Tanks waren meist davon ausgenommen, zum Beispiel der Paladin mit seiner Weihe. Konnte mehr ähm, erreichen oder mehr Ziele. Dies ist jetzt nun geändert, sodass man fünf Ziele definitiv ganz normal trifft für den ganz normalen Schaden. Und ab fünf bzw. acht Zielen wird dann einfach der Schaden reduziert. Aber trotzdem trifft man alle, baut auf allen auch Agro auf, etc. Das ist schon eine sehr coole Änderung wieder zurück. Haben viele Leute gefordert. Und es ist wirklich, ja, schon wirklich sehr, sehr, sehr cool, das wieder zurückzuhaben. Und das bekommen wir jetzt zurück. Ähm, wir gehen jetzt bei den einzelnen Klassen mal drauf ein. Todesritter. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mehr, mehr und Versuch verursachen jetzt ab dem fünften Ziel verringerten Schaden. Das ist einmal monströse Gliedmaßen, die Nekrolord-Fähigkeit und die Frostsichel vom Frost-Todesritter. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mehr, mehr und verursachen jetzt ab dem achten Ziel verringerten Schaden. Einmal Opferpakt, äh, Schwindzucht vom Blut, Knochensturm vom Blut platzende Geschwüre von unheilig reanimierter Schlurfer legendärer Effekt. Der Schaden der Kyrianer-Fähigkeit Fesseln der Unwürdigen wurde um 10% reduziert, bereitet sich jetzt aber mit einer Chance von 100% auf Gegner in der Nähe aus, vorher 50%. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kyrianer-Fähigkeit Fesseln der Unwürdigen nicht auf den Gegner hinter dem Todesritter überspringen konnte. Auch sehr cool, war auch ein kleiner Bug, den es mal gab, so dass alles im Effektbereich hinter dem Todesritter nicht getroffen wurde. Sehr gut, dass das geändert ist. Der legendäre Necrolord-Effekt Raserei der Monstrosität belegt jetzt alle von monströse Gliedmaße getroffenen Gegner mit seiner Schadenserhöhung von 10%. Feuer nur Gegner, die von monströse Gliedmaßen herangezogen wurden. Der Effekt des äh, Nachtfee-Mediums. Äh, dorter wurde um 50% erhöht. Der Schadenseffekt des Ventier mediums Undurchdringliche Düsternis wurde um 50% erhöht. Also auch hier schon wieder einfach ein bisschen Buff an die Klasse, ein bisschen Balancing. Ähm, das alle vielleicht mal ein bisschen angepasster sind und äh, mehr machen. Blut, das Talent Schwindsucht verursacht jetzt 60% mehr Schaden. Der Effekt des Mediums schwächendes Leiden wurde um 600% erhöht. Unheilig, die globale Abklingzeit des Talents unheiliger Angriff wird jetzt wie vorgesehen durch Tempo verringert. Ja, auch nochmal ähm, kleine Bugfixes, sehr, sehr gut. Beim Dämonenjäger. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein mit mehr und verursachen jetzt ab dem fünften Ziel verringerten Schaden. Klingtanz, Gelevenokan. Beides jeweils vom Verwüstung, dann der Seelenspalter und die Seelenbombe vom Tank-Todesritter. Die Seelenbombe war vorher zum Beispiel auf 20 Ziele begrenzt. Wie gesagt, Tank hatten da nicht so diese Limits oder nicht so sehr und ist auf alle. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Gut, wann hat man über 20 Ziele? Meistens nur ein mega Big Pulse in M. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mehr, mehr und versuchen, verursachen jetzt ab dem 8. Ziel verringerten Schaden: Teufelsbeschuss von dem Verwüstung. Dann die Abgangszeit der fn Sündhaftes Brandzeichen wurde von 45 Sekunden verringert, vorher eine Minute. Sehr cool. Ähm, wird, wird eine Menge bringen beim Dämonenjäger. Gerade im Single-Target wird es das nochmal äh, gut pushen, die 45 Sekunden. Ähm, der Effekt der nacht die Jagd kann jetzt durch Spielerimmunitäten aufgehoben werden. Das ist was, was viele PvP-Spieler gefordert haben. Und zwar. Konnte man selbst in der Bubble oder im Eisblock manchmal Schaden davon bekommen, was irgendwie ein bisschen weird war? Die legendäre Kriana-Fähigkeit Blinder Glaube gewährt jetzt 1% Vielseitigkeit, vorher 1% Meisterschaft und 10 Jätson, wenn ein geringes Seelenfragment bei aktiven Blinder Glauben verbraucht wird. Ja, das ist sehr gut, weil, ja, Demon Hunter träumen nur von Vielseitigkeit und Tempo. Sie machen die Augen zu und sehen vor den Augen nur noch Vielseitigkeit und Tempo. Da war das mit der Meisterschaft ein bisschen. Ja, komisch, möchte man behaupten. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Medium in Dunkelheit verloren bei höheren, höheren Medienrängen nicht verbessert wurde. Ähm, beim Verwüstung. Der Schadensfekt des Mediums Tanz mit dem Schicksal wurde um 300% erhöht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Medium Tanz mit dem Schicksal den Schaden des letzten Treffers von Todesfegern nicht erhöht hat. Auch da wieder einige Bugfixes, die sich im Spiel sehr positiv auswirken sollten. Äh, beim Tank-Todesritter. Der Dämon, der durch die necrolord fähigkeit Futtert für die Flamme beschworen wird, skaliert nicht mehr mit der Gesundheitserhöhung von 50% von Metamorphose. Gehen wir zum Druiden rüber. Entdeckt vier neue Varianten der Reisegestalt mit je zwei Farbversionen. Die folgende Fähigkeit mit Flechtendeffekten haben kein Ziele mit mehr und ab 5 weniger. Beim Krankenhieb und brutale Schlitzen beim Wildhalsdruiden. Das Medium geschärfte Instinkt ist jetzt für alle Spezialisierungen kategorisiert, vorher nur für Wächter. Die Sprungweite der Nekrolord-Fähigkeit adaptiver Schwarm wurde auf 50 Meter erhöht, vorher 25 Meter und springt jetzt auf ein verbündetes Ziel, wenn sie beim verbündeten Ziel abgelaufen ist und keinen gültigen gegnerischen Ziele innerhalb von 50 Metern gibt. Sehr gut. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Effekt satt des Mediums Neugeboren, nicht von der Volksfähigkeit Epikura erhöht wurde, wenn Wiedergeburt auf ein Pandaren gewirkt wurde. Auch wieder hier ein paar Bugfixes. Beim Wildheit: ähm, Die Nekrolord-Fähigkeit adaptiver Schwarm er erhält die jetzt einen Schadensbonus für die Anfangsdauer, wenn sie während Tigerfuror eingesetzt wird. Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei bestimmten Rängen des Mediums Fleischfresserinstinkt, der Schaden automatischer Angriffe und der regelmäßige Schaden nicht erhöht wurde, während der Schadensbonus von Tigerfuror aktiv war. Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich das Medium Fleischfresserinstinkt nicht auf den regelmäßigen Schaden von Hauen und wilde Raserei ausgewirkt hat auch hier merkt man wieder beim Wildheitsdrin waren einige Bugs, die den Schaden haben ja sehr gering werden lassen, denke ich mal, oder geringer werden lassen, was sich für den Wildheitsdrin für die Katze schon sehr positiv jetzt auf dem Live Server dann ausstellen könnte. Wiederherstellung. Erblühen hat jetzt eine neue Grafik. Für alle, denen die Grafik vorgefallen hat, ist die Glyphe Wildpilz verfügbar, um den Zauber für die Pilzerscheinung zu übernehmen. Sprich, wer wieder zurück will zu den alten Animationen, der kann sie einfach die Glyphe kaufen im H, beziehungsweise Inschriftler und kann sich die Glyphe herstellen. Jäger. Aquilons, Leichenfliegen und Grummels können jetzt als Begleiter gezählt werden. Die folgenden Fähigkeiten haben wieder keine äh, Ziele mit mehr ab dem 5. und zwar Raubtiere für Tierherrschaft. Mehrfachschuss für Tierherrschaft und Treffsicherheit, Explosivschuss für Treffsicherheit, Zerlegen für Überleben, Schlachten für Überleben und Zündung als legendärer Effekt. Die Folgenfähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mit mehr über 8, und zwar Schwerfeuer vom Tier Tierherrschaft und vom Treffsicherheitsjäger. Eiskältepfeile entfernt jetzt aktive Schwächungseffekte von die Vögel auf dem Ziel, wenn sie ausgelöst wird die, sprich, das auch dann in der Eiskältefalle bleibt und nicht dadurch durch den Schaden wieder selber rauskommen kann. Die Necrolord-Fähigkeit äh, Todesscharkraben erhöht jetzt auch von eurem Begleitern verursachten körperlichen Schaden bei getroffenen Zielen um 10% für 10 Sekunden. Die Venti-Fähigkeit Schinderschuss verursacht beim Einsetzen jetzt einen zusätzlichen Schadenstreffer. Dieser Schaden hat außerdem eine Chance von 15% die Abklingzeit von tödlicher Schuss zurückzusetzen, erhöht durch das Medium ermächtigter Abschuss. Tierherrschaft. Der Tooltip von Zorn des Wildtiers wurde aktualisiert, um seine Funktion besser zu beschreiben. Es wurde keine Funktionsänderung an Zorn des Wildtiers vorgenommen. Treffsicherheit. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Medium Vorteil des Scharfschützen Verstohlenheit von Zielen erfernt hat, wenn Mal des Jägers eingesetzt wurde. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Medium-Vorteil des Scharfschützen eines Spielers von Zielen entfernt wurde, wenn ein anderer Jäger mal des Jägers mit dem Medium-Vorteil des Scharfschützen eingesetzt hat. Also auch hier wieder Bugfixes bei Überleben. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die äh, koordinierten Angriffe eurer jeder Begleiter im Sichtfeld sein mussten. Auch hier wieder schöne Bugfixes. Kommen wir zum Magier. Und auch hier wieder äh, kein mit mehr ab 5 und zwar für Gletscherfragmente von dem legendären Effekt. Dann die folgenden Fähigkeiten sind ab 8 Zielen verringert. Und zwar Arcan Echo vom Arkanmagier und Gefrorene Kugel vom Frost. Sehr gut für den Frostmagier. Gerade war es dann auch das Treffen ähm, für die, für die, für die ähm, eisige Lanze. Für die Frostfinger. Der Effekt vom Nekrolot-Medium, Gabe des Lichts wurde um 100% erhöht. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ähm, das war jetzt nicht sonderlich stark bei den Nekros. Der Schaden von Eiszapfen wurde um 12% erhöht, der Schaden von Frostblitz wurde um 8% erhöht und der Schaden von Hagel wurde um 10% erhöht. Das wirkt sich hier vor allem darauf aus, auf die Leute, die nicht unbedingt das Bild spielen, wie ich mit meinem Magier, mit ähm, Tempolastig, ohne Meisterschaft und einfach nur eisige Lanzen, sondern das hier wird schon den Single Target ähm, sehr, sehr, sehr pushen. Mönch. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mit mehr ab 5, und zwar Wirbel, tritt. Rauschender Jadewind vom Braumeister, Furorfürste vom Windläufer, Rauschender Jadewind vom Windläufer. Das Talent Skistoß verursacht jetzt verringerte Heilung ab dem sechsten Ziel. Die Ventilfähigkeit gefallener Orden lässt jetzt eine gleichwertige Menge von Adepten der sekundären Spezialisierung erscheinen. Vorher war es zufällig. Ochsenadepten werfen. Jetzt nach dem Erscheinen ein Gebräu der Gefallenen auf den Mönch, wodurch der Mönch einen Absorptionsschild in Höhe von 10% seiner maximalen Gesundheit für 8 Sekunden erhält. Der Schaden von Tigerklaue des tiger wurde um 200% erhöht. Tiger-Adepten setzen jetzt wirbel tritt ein, wenn mindestens ein Gegner in Reichweite ist. Solange tiger aktiv sind, erhalten der Mönch und seine Verbündeten 5% Bewegungsgeschwindigkeit, die mit anderen Effekten für die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, stapelbar sind, wie das Windlaufen des Mönchs. Der Effekt des Nachtfamiliens Weg der Fee wurde um 100% erhöht. Braumeister, das Talent Speziali, äh, Spezial, Speziallieferung verursacht jetzt 100% mehr Schaden. Die Schadensverringerung von Feuerodem des Ochsenadepten durch die Ventilfähigkeiten gefallener Orden ist jetzt mit eurer Schadensverringerung von Feuerodem stapelbar. kranich der Ventilfähigkeit gefallener Orden heilen jetzt zuerst den Mönch und danach andere verbündete Ziele. Nebelwirker Einhüllender Nebel von Kranich hat in der Ventierfähigkeit gefallener Orden erhält keine Abklingzeitenverringerung durch das Tempo des Mönches mehr. Kranichabnepten der Ventierfähigkeit gefallener Orden wirkt jetzt zweimal Einhüllender Nebel, wenn sie beschworen werden. Auch hier wieder ein bisschen mehr Push, ein bisschen mehr heal -Leistung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schadensumleitung der Zaubernden zweimal geheilt während der beruhigende Nebel auf sich selbst kanalisiert hat. Es wurde ein Fehler behoben, durch den verhindert wurde, dass das Medium prächtiger Nebel die Heilung von Nebelschwall der Nekrolord-Fähigkeit Knochenstaubgebräu erhöht hat. Dann beim Windläufer Wirbel Kranichtritt Rang 2 erhöht jetzt den Schaden von Wirbel -Wirbelner Kranichtritt um 18%, vorher 15%. Also hier nochmal ein kleiner Buff. Ziele, die da, das in den letzten 20 Sekunden mit Blackout-Tritt, oder Tritt aufgehenden Sonne getroffen wurden, bis zu 5 Mal, vorher 6 Mal. Angriffe vom Tiger Adepten der Ventierfähigkeit, Gefallener Orden zählen jetzt zu eurem Bonus für kürzliche Ziele mit wirbelnder Kranichtritt. Kranich, Kranich Adepten der Ventierfähigkeit, Gefallener Orden heilen jetzt zuerst den Mönch und danach andere verbindete Ziele. Der legendäre Effekt Kiefers Himmelsgriff erhöht jetzt die wie vorhergesehene kritische Trefferchance der Nekro-Fähigkeit Knochenstaubgebräu. Kommen wir zum Paladin. Der Paladin, die folgende Fähigkeit mit Flächeneffekten ab 5 Ziele, göttlicher Sturm. Sehr cool. Dann die necro fähigkeit Hammer des, des Zwingers erhöht jetzt die Wirksamkeit der kostenlosen Fähigkeit, die Heilige Kraft verbraucht, um 25%. Die Schadenseffekte des Necrolord-Mediums -Mediums, rechtschaffene Macht wurde auf 400% erhöht und der Heilungseffekt um 50% verringert. Segen der Jahreszeiten, Nacht-Fähigkeit, Segen des Frühlings erhöht jetzt die hervorgerufene Heilung um 15%, vorher 10%, und die erhaltene Heilung um 30%, vorher 20%. Wegen des Winters verringert jetzt die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit des gegnerischen Ziels um 5% pro Stapel, vorher 3% und sein Schaden wurde um 40% erhöht. Heilung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Ziel Zuversicht verleihen beim Wirken auf den Timer für Nahkampfangriffe zurückgesetzt hat. Hier genau das gleiche wie oben schon mit den Heiltränken und dem Provosten. Priester. Ähm, der Schadens- und Heilungseffekt des lekolord mediums sperrende transfusion wurde um 100% erhöht. Die Talente göttlicher Stern und Strahlenkranz verursachen, äh, verursachen jetzt verringerte Heilung ab dem sechsten Ziel. Die Heilung des Talents Strahlenkranz wurde um 20% verringert. Die Heilungsgrenze für das Talent göttlicher Stern gilt jetzt unabhängig davon, ob er sich vorwärts bewegt oder zurückkehrt. Die Disziplinpriester. Der Schaden des Talents göttlicher Stern wurde um 40% erhöht. Die Heilung des Talents Reue wurde um 15% erhöht. Die Heilung des Talents Schattenmündes wurde um 10% erhöht. Die Mana-Kosten wurden um 10% und die Dauer auf 7 äh, 7 Sekunden verringert. Vorher 9. Eilig: Der Schaden des Talents göttlicher Stern wurde um 40% erhöht. Schatten. Die Dauer von Abstieg in den Wahnsinn wurde von 30%. Auf 30 Sekunden erhöht, vorher 25. Das Talent Physische Verbindung verursacht 60% des Schadens von Gedankenschlag, vorher 50%. Schurke. Die folgende Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziel mit mehr und verursachen stattdessen ab dem 5. Ziel Geheimtechnik von Täuschung. Und ab dem 8. Ziel ist es Durchfächer von Meucheln, Blutroter Sturm von Meucheln, Schwarzpulver von Täuschung, Schurikensturm von Täuschung. Der legendäre Effekt Toxische Offensive wurde leicht überarbeitet. Wenn Sepsis auf eurem Ziel abläuft, erhaltet ihr zwei der folgenden Effekte für 10 Sekunden. Schattenklingen und Adrenalinrausch oder Vendetta gilt für euer aktuelles Ziel. Die verliehenen Boni sind immer die, die nicht für eure Spezialisierung verfügbar sind. Ein Meuchelschurke erhält beispielsweise Adrenalinrausch und Schattenklingen. Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich vom legendären Effekt toxische Offensive hervorgerufene Schattenklingen nicht auf bestimmte Fähigkeiten sekundärer Spezialisierung ausgewirkt haben. Die oder der Effekt des Nachtwehrmediums Septischer Schock wurde um 50% erhöht. Gesetzlosigkeit. Der erste Treffer mit dem Talent Schreckensklinge verursacht 26% mehr Schaden und fügt jetzt sofort eure Kombo-Punkte neben den aktuellen Effekten. Täuschung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Ventil-Fähigkeit in Kombination mit Symbole des Todes immer kritische Treffer erzielt hat. Kommen wir zum Schamanen. Die folgende Fähigkeit mit Flächeneffekten haben kein Ziel mehr und verursachen stattdessen ab dem fünften Ziel verringerten Schaden. Auge des Sturms. Der Sturm in der Metars. Der Effekt des kyriana mediums Elisisches Klagelied wurde um 50% erhöht. Wiederherstellung, der Tooltip des Totems Geistverbindungs wurde aktualisiert, um seine Funktion besser zu beschreiben. Keine Änderungen wurden daran vorgenommen. Sind wir beim Hexenmeister. Die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten ab 8 zählen, es ist einmal Teufelsturm der Teufelswache, Demologie. Die Größe der Wolke Chaotischer Anima, die durch die Ventierfähigkeit drohende Katastrophe entsteht, wurde um 60% vergrößert. Sie verursacht jetzt einen Teil des regelmäßigen Schadens beim Treffer und belegt gegnerische Ziele genauer mit dem Effekt. Die Zauberzeit der Nekrolord-Fähigkeit Dezimierungsblitz wurde auf 2 Sekunden verringert, vorher 2,5 Sekunden. Der direkte und regelmäßige Schaden der Kyrianer-Fähigkeit Geisterner Obelos wurde um 20% erhöht und die Zauberzeit wurde auf 1,5 Sekunden verringert, vorher 2. Der Bonus auf die kritische Trefferchance des legendären kriana effekts Darbende Seelenresten wurde auf 45% erhöht, vorher 40% und gewährt den Hexmeister jetzt einen Stärkungseffekt von 33% auf die Bewegungsgeschwindigkeit und eine Erhöhung der kritischen Trefferchance um 15%, wenn die Kyrianer-Fähigkeit Geisterner Oblos abläuft. Der legendäre Effekt der Nachtfee, verrottenes Seelensäckchen, erzeugt keine Stapel mehr, wenn damit Gegner angevisiert werden, die immun gegen Schaden sind. Demologie, die Abklingzeit des Talents Neta-Portal wurde auf zweieinhalb Minuten verringert, vorher drei. Sind wir beim letzten beim Krieger und zwar die folgenden Fähigkeiten mit Flächeneffekten haben kein Ziele mit mehr und verursachen stattdessen ab dem fünften Ziel verringerten Schaden. Wirbelwind, Spalten von Waffenkriegern, Verheerer von Waffenkriegern, Schreckensziele von Waffenkriegern und Verheerer von Schutz. Die folgenden Effekte mit Flächeneffekten ab 8 Zielen verringert ist Klingsturm von Waffen und Furor. Der Effekt des ventier mediums "Entsetzliche Bestrafung wurde um 50% erhöht. Die Abklingzeit des Talents bevorstehender Sieg wurde auf 25% verringert, vorher 30% und heilt jetzt um 40% eurer maximalen Gesundheit, vorher 30%. Waffen Der Effekt des Mediums Gnadenloser Knochenmaler wurde um 100% erhöht. Furor Der Schaden von automatischen Angriffen wurde um 43% erhöht. Das Medium Niedermetzeln wurde 50% erhöht. Schutz. Der legendäre Ventier-Effekt Sündhafte Woge verlängert jetzt die Dauer von Avatar um auf 2,5 Sekunden, wenn die Ventier-Fähigkeit verurteilt eingesetzt wird. Vorher wurde die Dauer von letztes Gefecht um 3 Sekunden verlängert. Kommen wir zum großen Bereich PVP. PvP-Ausrüstung mit niedriger Gegenstandsstufe skaliert jetzt in PvP-Situationen auf einer höheren Gegenstandsstufe. Das sollte das Machtgefälle etwas abbrechen, sodass neue Charaktere das Gefühl erhalten, auf Schlachtfällen und Arenen mithalten zu können. Diese Anpassung hat keinen Anfluss auf die PvP-Ausrüstung höherer Gegenstandsstufen. Aber frisch erstellter Twink, blaues Billig, grünes Gier, ihr könnt zumindest schon mal ein bisschen mehr reißen im PvP. Zusätzliche PvP-Ränge und Gegenstandsstufen-Ränge wurden hinzugefügt, um Spielern die Ränge aufsteigen einen detaillierteren Weg zu gebieten. Ihr seht hier die ähm, Rangliste oder die, die, die Listen halt. Und zwar wurden halt neue Ränge hinzugefügt. Die wurden um einiges erweitert, so dass ihr schneller euch Gear kaufen könnt, einfach. Gerade auch hier nochmal für ungewertetes. Und dann geht es weiter. Und zwar die Ehrenkosten für die Aufwertung ungewerteter Ausrüstung wurde um rund 25% verringert. Die Kosten für die Aufwertung von gewerteter Ausrüstung wurde angepasst, damit sie für alle neuen Rängen gelten. Die folgenden Spielzeuge können jetzt nicht mehr auf Schlachtfeldern und in Arenen benutzt äh, werden. Teilnehmerkostum, Feehafe, Piccolo des Flammenfeuers. Der kretrolllust von der Pandarenfähigkeit, äh, bebende Handfläche, wird jetzt auch von absorbierenden Schaden gebrochen. Pakte. Die Necrolord-Fähigkeit Fleischformung gewährt im PvP jetzt eine in Höhe von 30% der Maximalgesundheit, vorher 40%. Wenn ein Kampf auf einem Schlachtfeld oder in der Arena beginnt, wird jegliche Absorption von Fleischformung über 30% der Maximalgesundheit hinaus auf 30% Maximalgesundheit reduziert. Das heißt, es lohnt sich nicht vorher die Fleischformung irgendwie zu karsten. Druide. Das PvP-Talent Dornen reflektiert keinen Schaden mehr auf Gegner, die weiter als 10 Meter entfernt sind. Der Bonus der Nikolaut-Fähigkeit adaptiver Schwarm auf regelmäßige Heilungseffekte wurde im PvP auf 20% ver äh, verringert, vorher 25%. Wildheit, das äh, PvP-Talent, Stärke des, der Wildnis erhöht jetzt die kritische Effektchance der nach Nachwachsen bei Verbündeten um 30%, vorher 100%. Wächter, der Radius des PvP-Talents, Heinschutz wurde deutlich erhöht, Wiederherstellung, das PvP-Talent, Hüter des Heinschutzes, jetzt Druiden. Vor jeglichem Schaden, während Gelassenheit kanalisiert wird, vorher wurde Gelassenheit dadurch nicht unterbrochen. Der Heilungsbonus des Mediums pflanzliche Wiederherstellung auf rasche Heilung wurde im PvP um 50% verringert. Jäger: Es wurde ein Fehler behoben, durch den Jäger Flaggen auf Schlachtfällen erobern konnten, während sie sich totgestellt haben. Tierherrschaft: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Abklingzeit der Exotenfähigkeit Bodenangriff unbeabsichtigterweise durch das PvP-Talent verbundene Tiere verringert wurden. Magier. Die Schilde des legendären Effekts 3 einiger Zauberschutz haben im PvP jetzt eine Effektivität von 35%, vorher 50. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mana-Edelsteine nicht auf gewerteten Schlachtfeldern oder gewerteten Arena verwenden werden konnten. Feuer, oh ja, es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt Entzünden eines Magiers, der von Phönixflammen verbreitet wurde, einen Schurken treffen konnten, der vom Mantel des Schatten betroffen war. Mönch. Windläufer, das Auslösen des Talents Shijis Tanz sorgt dafür, dass euer nächster Wirbelner tritt im PvP 150% Schaden verursacht, vorher 200%. Paladin, eure Augen werden beim Verlassen von Schachtwäldern oder Arenen nicht mehr entfernt. Priester heilig, die Heilung von Heilung ist im PvP jetzt um 35% erhöht, vorher 20%. Die Heilung von Blitzheilung ist im PvP jetzt um 30% erhöht, vorher 15%. Die Heilung von Erneuerung ist im PvP jetzt um 15% erhöht. Schurke-Täuschung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Ziel ähm, des PvP-Talents Schaffenhaftes Duell unsichtbar wurde, wenn der Schurke zu Beginn des Duells unter dem Effekt Segen des Schutzes eines Paladins stand. Amane: Dass er der Erdschild-Effekt des PvP-Talents Schild entfesseln, macht Ziel jetzt für 4 Sekunden bewegungsunfähig, vorher 3 Sekunden und der Blitzschlag-Schild-Effekt wirft Gegner jetzt 33% weiter zurück. Hexenmeister. Der Schadensbonus äh, der Nikolot-Fähigkeit Dezimierungsblitz für Dämonenblitz, Schattenblitz oder Verbrennen kann nicht mehr gebannt werden. Gebrechen. Das PvP-Talent Todesblitz verursacht jetzt 50% des verbleibenden regelmäßigen Schadens, vorher 40%, und kann keine kritischen Treffer mehr erzielen. Außerdem erreicht der Zauber das Ziel jetzt schneller. Die Dauer des PvP-Talents Schnelle Ansteckung beträgt jetzt 20 Sekunden, vorher 15. Das Talent Finstere Seele Elend kann nicht mehr gebannt werden. Zerstörung. Das PvP-Talent Teufelsfesseln wurde leicht überarbeitet, die Ziele sind nicht mehr festgehalten und der Schaden wird nicht mehr auf Begleiter und Wächter aufgeteilt. Das Talent finstere Seele in Stabilität kann nicht mehr gebannt werden. Krieger, der Schadensbonus bei kritischen Treffern mit dem legendären Kriana-Effekt Elysische Macht wurde im PvP auf 15% verringert, vorher 25%. Noch eine coole kleine Erinnerung zum Schluss. Und zwar WoW Companion App. Die Missionen aus Warlords of Trainer sind jetzt für Spieler verfügbar, die die Garnition und den Befehlstisch in Warlords of Trainer freigeschaltet haben. Spieler können in der App ihre Anhänger ansehen, ausrüsten und den Befehlstisch Missionen losschicken. Sehr cool. Man konnte ja schon auf Legion zurückgehen. Man konnte schon auf Draenor zurückgehen in der Handy-App. Jetzt kann man auch nach Draenor gehen. Also alle möglichen Sachen sind jetzt verfügbar. Sehr cool. Ich benutze die Warlords-Tisch noch sehr oft eigentlich. Und damit sind wir durch mit dem Ganzen. Eine Menge, also wirklich eine echt große Menge an Änderungen, äh, wer bis hierhin durchgehalten hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Patch. Einzelne Videos zu dem Patch, Legion Time Walk, ETC werden hier noch kommen. Gerne einen Daumen nach oben, Abo da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus und Ade.